unter den Kriterien für Qualität von Unterrichtsmaterialien, über die sich alle einig waren, würde ich in erster Linie die Transparenz stellen. Also es soll Transparenz darüber herrschen, wer gibt ein Unterrichtsmaterial heraus, wer steckt dahinter, und Transparenz über die Ziele, die man damit verfolgt, das müsste einfach offengelegt werden. Und ich glaube, da herrschte auch Konsens unter den Beteiligten heute in den Workshops. Der andere Konsens, den ich festgestellt habe, bezieht sich darauf, Unterrichtsmaterial zum Thema digitale Bildung muss die Lehrkräfte befähigen. Es kann nicht darum gehen, digitale Bildung zu verordnen und Lehrkräfte dann aufzufordern, nur diese umzusetzen, sondern digitale Bildung bietet für Lehrkräfte auch eine Möglichkeit, an ihre Aufgabe als Lehrkraft auch neu und anders heranzugehen. Und ich glaube, darüber waren sich heute auch alle einig. Also als Projektleiterin ist ein Fazit nach fast 2 Jahren Arbeit an einem Tool, an einer Webseite, an so einem Projekt wie dem Materialkompass natürlich einerseits, es gibt da noch ganz viel zu tun. Und ich würde am liebsten übermorgen damit anfangen, all die Hinweise und Tipps und Wünsche aufzunehmen, die an uns zum Beispiel auch heute in der Veranstaltung herangetragen wurden. Also ich denke, das Fazit kann lauten, der Materialkompass kann ganz viel. Der Materialkompass wird auf jeden Fall gebraucht und der Materialkompass lässt sich an vielen Stellen noch weiterentwickeln, und das wäre was ich mir für die Zukunft wünschen würde, dass wir dazu die Möglichkeit bekommen, all diese Hinweise, die auch heute auf der Veranstaltung es gab, aufzunehmen und daraus den Materialkompass 4.0 zu machen für die Zukunft.